Ich hab dir Blumen mitgebracht. Wir haben's jede Nacht gemacht. Haben uns im Sonnenuntergang tief in die Augen gesehen. Miteinander gelacht. Zusammen Träume entfacht. Und haben doch nur zugesehen, wie Gefühle vergehen. Dir auch noch für mich deinen Rücken rasiert. Und deine Körperhygiene hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Du furzt wie eine Hyäne und du pinkelst im Stehen. Wir haben uns gar nicht mehr gerne und sind trotzdem noch zusammen. Darum leuchten die Sterne und warten auf den Sonnenaufgang. Ich weiß, das sagt man nicht. Doch ich hasse dich. Noch viel schlimmer als du ist tatsächlich unser Sohn. Da hast selbst du einmal recht. Schlimm, dass der hier wohnt. Er hat wie du schon einen Bierbauch und masturbiert auch immer zu. Er sieht aus wie du riechst und ist genauso blöd wie du. Ich würde dich so gern verlassen, doch das wäre vielleicht schlecht. Denn ich hab Angst nach der Trennung, krieg ich das Sorgerecht. Ich weiß, das sagt man nicht. Doch ich hasse dich, ich hasse dich. Ich weiß, das sagt man nicht. Doch ich hasse dich, ich hasse dich. Ich gönn dir kein Glück dieser Welt und deshalb bleibe ich bei dir, denn deine härteste Strafe ist eine Ewigkeit mit mir. Du sollst viel lieber mit mir unglücklich sein, als fröhlich und sorglos befriedigt und happy allein. Wir müssten dem ein Ende setzen, warum machen wir das nicht? Ich werde nie jemanden finden, den ich so hasse wie dich. Und das verbindet innerlich. 2, 3, 4, ich weiß, das sagt man nicht. Doch ich hasse dich. Ich hasse dich, ich weiß, das sagt man nicht. Doch ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Christian, das nächste Mal will ich mehr Maskenzeit als Falk haben. Also ich hatte, vor kurzem hatte ich einen Nierensteinabgang und das war deutlich angenehmer als dieser Dreh. Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Das Einzige, was ich jetzt noch will, ist einen Schnaps trinken und schlafen und das alles ganz schnell vergessen. Mann, so eine Scheiße. Einmal mit Profis. Mann! Es ist ja einfach abgehauen, ne? Alter, ey. Wegen dem... Ey, das ist eine Scheiße. Das ist der Grund, warum ich mit Falk nicht arbeiten will. Was für ein Vollidiot. So eine Scheiße! Ey! Wer hilft jetzt abbauen?